Hier ist Lips und das sind unsere Themen. Dune 2, warum es schon im Herbst weitergeht. Harry Potter, wann kommt der Serienreboot? Airbender, kommt Avatar Staffel 2? EA räumt auf, aus für Mandalorian Game. Ghostbusters, wie gruselig wird der neue Film? Sony, Kahlschlag bei Game Studios und Wonka AI Debakel. Wie konnte das passieren? Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians. Funkenschuster, Jan Saupe, Akira Nana, Dennis Heide, Lampi, Black and Touch, Black Shadow, Hans-Joachim Meyer, Erky Turkey, Harm, Kim Jona Taco, Kinero, Chaosprinzessin, Just Ulrike, Just Jasmin, Kinocheck.de, Michael Traxler, Hey Aaron, MJ85, Ignomi 1, Ronzen 182, Deconny, Swafnirson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Dwarslöper, JFK Faker, T-Unit CB und Luca Kamens. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht. Und danke natürlich auch an euch, die Flips Community. Willkommen zu den Flips News mit Maniac und mir, dem Batz, und den News, Analysen und Einordnung zu den wichtigsten Filmen, Serien und Games-Themen der Woche. Und ja, wir kommen gleich zu Dune, keine Sorge. Lasst uns nur kurz noch ein Abo da, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und vergesst nicht, auf Instagram gibt's die News zwischen den News, zusammengestellt von unserem Phil. Es lohnt sich auch dort, ein Follow dazulassen. Jetzt aber zu den Charts und Starts, die diese Woche ganz besonders spannend sind. Auf dem absteigenden Ast nur noch auf Platz 5, nach einer beispiellosen Erfolgssträhne, die Rom-Com, wo die Lüge hinfällt, die insgesamt über 1,3 Millionen Zuschauer begeisterte. Ebenfalls abgesagt das Bob Marley Biopic One Love, das die Geschichte des Reggae-Gottes erzählt. Knapp 300.000 Zuschauer bisher, aber jetzt nur noch auf Platz 4. Und auch der zweite deutsche Dauerbrenner musste seinen Spitzenplatz aufgeben. Die Familientherapie 1 Million Minuten brachte es auf über 900.000 Besucher ins Kino, ist aber jetzt nur noch auf Platz Nummer 3. Was auch heißt, das düstere Historiendrama über die Banalität des Bösen, The Zone of Interest, konnte sich den zweiten Platz erobern. Und das lässt nur eine Nummer 1 zu, die wohl alle Kinobesitzer und Filmfans aufjubeln lässt. Dune Part 2 ist am Donnerstag sehr gut gestartet und brachte schon über 87.000 Zuschauer ins Kino in den ersten Tagen nur. Das reicht nicht nur für Platz 1, sondern ist auch deutlich besser als der erste Teil, der in Deutschland ja auch eher mittelmäßig lief. Er brachte damals zum Start nur 50.000 Menschen in die Kinos und insgesamt nur 400.000. Hoffen wir mal sehr, dass das Sequel mehr Steherfähigkeiten beweist. Auch international war Teil 1 mit 434 Millionen weltweiten Einspielergebnis bei einem Budget von um die 170 Millionen plus Werbekosten kein Kassenknüller, auch wenn Warner das damals anders kommuniziert hat. Vergleichen wir das mal mit Alita Battle Angel, der auch um die 170 Millionen gekostet hat und weltweit damals 401 Millionen Dollar eingespielt hatte und der immer noch als finanzieller Flop angesehen wird, der immer noch kein Sequel bekommen hat und wenn wohl auch nur eins bekommt, weil Disney sich mit James Cameron nicht verscheißen will. Oder Tom Cruise, Edge of Tomorrow damals, der ähnlich performte und auch kostete und auch als Flop gilt. Dune hat trotz mäßigem Boxoffice sehr schnell die Sequel-Zusage bekommen, was wohl eher seinem Franchise-Potenzial als seinem Erfolg an der Kasse zu verdanken ist, mit dutzenden Büchern, die noch darauf warten zu filmen und Spin-Off-Serien zu werden. Schon während des Drehs von Teil 1 war ja die Serie The Sisterhood geplant worden, die die Vorgeschichte der Bene Gesserit-Sekte erzählt. 10.000 Jahre vor den Ereignissen der Filme. Die 6 Folgen der HBO-Serie heißen mittlerweile The Prophecy und basieren auf einem der Bücher von Frank Herberts Sohn, The Sisterhood of Dune, und wird vermutlich im Herbst erscheinen. Klar, dass Warner da Musik drin sieht, könnte Dune doch ihr nächstes Game of Thrones werden, das im TV weiterläuft, bis Denis Villeneuve sich dann doch mal entschließt, Dune Messiah zu verfilmen nach seiner Pause. Die Kritiken vom Film sind für Teil 2 aber immer noch blendend. Der Hype ist real, auch bei den Zuschauern mit wenigen eher kritischen Stimmen, zu denen wir auch gehören. Wir haben ja im Video vom Freitag ausführlich erklärt, warum wir den Film nicht für ein Meisterwerk halten, auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass er ein Kinoknaller wird, der möglichst viele Menschen vor die Leinwände lockt, denn Kino braucht solche Eventfilme. Wenn ihr euch auf eine kritische Auseinandersetzung mit Dune Teil 2 aber dennoch einlassen wollt, guckt mal rein in unser Video. Nach so einem Start wundert es aber auch nicht, dass sich nächste Woche dann erstmal kein weiterer Blockbuster rauswagt. Der größte Start am kommenden Donnerstag ist wohl Drive Away Dolls von Ethan Coen, der ausnahmsweise mal ohne seinen Bruder gedreht hat. Die schräge Story um zwei ungleiche Frauen, die sich auf einem Roadtrip zusammenraufen müssen und von Gangstern verfolgt werden, weil in dem Auto, das sie überführen sollen, etwas sehr Brisantes steckt, der polarisiert. Die Kritik war mittelfreudig gestimmt, die Zuschauer nicht begeistert, vermutlich weil der Film Elemente anderer Coen-Filme enthält, aber doch eine sehr, sehr andere Tonalität hat und überdreht
trashig und sehr queer ist. Ich mochte Margaret Qualley und Geraldine Viswanathan in den Hauptrollen und ihre Energie und hatte an der comichaften Farce meinen Spaß, verstehe aber auch, warum der Film sich schwer tut. Die ganze Kritik dazu gibt's wie alle anderen von mir auch immer auf Letterboxd. Klickt euch da gerne mal rein und sagt mir auch, was ihr von Dune haltet, was ihr als nächstes guckt und welche Filme eurer Meinung nach dringend auch noch eine Fortsetzung bekommen sollten. Schreibt es in die Kommentare. Trailer-Time auch diese Woche und da gab es zunächst mal einen weiteren Trailer zum vierten Kung Fu Panda, der im Sommer anläuft und sich einen Spaß mit Dune erlaubt, wenn wir Jack Blacks Martial Arts Bärchen in der Wüste sehen, der meint, sein Essen wäre perfekt spicy. Spice, ihr versteht, ehe wir dann mehr Bilder sehen, wie er gegen die formwandelnde neue Bedrohung des Films antritt. Das wird für Fans der Serie sicher wieder ein solider Spaß. Und auch der finale Trailer für Ghostbusters Frozen Empire weckt weiter die Hoffnung, der Film könnte richtig gut werden, denn er betont den Gruselaspekt der Reihe. Es wird ja Zeit, dass die Geister mal wieder eine echte Bedrohung darstellen. Und ja, Patton Oswalt und Kumail Nanjiani sind ja eh immer gut. Ich freue mich auf den Film. Und ebenfalls ein Wiedersehen gibt es bald mit The Strangers. Der Originalfilm, der Ende der Nullerjahre rauskam, zeigte ja, wie ein Pärchen scheinbar grundlos von maskierten Freaks terrorisiert wird und hatte eine sehr, sehr spezielle Stimmung, auch wegen der ungewissen Auflösung. Das Sequel war dann schon etwas schwächer, aber jetzt wird die Serie neu aufgelegt mit gleich 3 Remakes, die vielleicht auch Prequels sind, die auch alle noch im selben Jahr rauskommen sollen, nämlich dieses Jahr. Der Trailer zum ersten The Strangers Chapter 1 zeigt schon mal, wo die Reise hingeht und bestärkt uns mal wieder darin, Kleinstädte zu meiden. Komische Kinder, fiese Eingeborene und zu viele Äxte. Alle 3 Filme werden vom Action- und Horror-Veteran Rennie Harlin gedreht. Ich bin mal gespannt auf Mai. Viel interessanter noch erscheint mir aber ein anderer Film, der seine Premiere auf der Berlinale feierte. Der Grusel-Thriller I Saw the TV Glow erzählt von 2 Teens, die sich anfreunden, weil sie beide eine Gruselserie mögen. Sowas wie Goosebumps, nur deutlich creepiger und deren Realität sich plötzlich komplett ändert, nachdem die Serie abgesetzt wird. Die Besetzung mit Justice Smith, Lindsay Lohan und Fred Durst klingt schon mal ziemlich gut und der Trailer hat auch eine weirde, coole Stimmung. Produziert wurde der Film unter anderem von Emma Stone und verliehen wird er von A24, was ja für eine gewisse Qualität sprechen sollte. Welcher Trailer hat euch neugierig gemacht? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ehe wir uns wieder dem Ernst des Lebens zuwenden, eine bizarre News, die Social Media die letzte Woche sehr glücklich machte. Während Paul King, also der Paddington-Regisseur und der Regisseur des erfolgreichen Wonka-Films, der ja über 600 Millionen weltweit einspielte, noch überlegt, wie ein Sequel aussehen könnte und er sich für die Planung Zeit nehmen will, hatten sich findige Eventmacher in Glasgow namens House of Illuminati gedacht, sie könnten mit dem neuen Wonka-Hype doch gut Kohle machen, indem sie ein nicht lizenziertes Wonka-Event namens Willy's Chocolate Experience veranstalteten. Gelockt wurden Eltern mit AI-generierten Bildern, die eine Wonka-ähnliche Welt mit verschiedenen Erlebniszonen versprachen und interaktive Multimedia-Shows. Für schlappe 35 Pfund pro Ticket, also knapp 41 Euro, bekamen Eltern dann eine fast leere Lagerhalle, in die ein paar hastig angemietete Requisiten gestellt worden waren, zusammen mit deprimierten Schauspielern, die zu spät kapiert hatten, wofür sie da angeheuert worden waren, dass sie wohl nicht bezahlt würden und die ebenfalls AI-generierte Skripte aufführen sollten, die auch nicht viel mit Willy Wonka zu tun hatten und die Kinder mit einem Monster namens The Unknown verschreckten. Das Bild einer völlig resignierten Umpa-Lumpa-Darstellerin ist wohl jetzt schon Kult, genau wie die TikToks der Darsteller, die im Nachhinein erzählten, wie auch sie reingelegt wurden. Erboste Eltern riefen wegen des Betrugs die Polizei, nachdem die Erstattung der Tickets zunächst abgelehnt wurde. Der Event wurde dann auch abgebrochen. Das Netz amüsierte sich seitdem über diesen Totalausfall. Der Hauptverantwortliche Billy Cully, der Macher, entschuldigte sich dann später tränenreich und versprach, allen das Geld wiederzugeben. Er war zuvor schon mehrfach durch zwielichtige Events aufgefallen und nutzt wohl immer AI, um die kreative Arbeit seiner Produktion einzusparen. Wobei er wohl ähnliche Gedanken hatte wie viele Studiobosse gerade in Hollywood nach den Durchbrüchen mit Sora und anderen Video-AIs. Amazon hat ja auch gerade eine Klage am Hals, die sie beschuldigt für das Roadhouse Remake, das während des Streiks letzten Jahres fertiggestellt wurde, in der Postproduktion AI benutzt zu haben, um Stimmen von Schauspielern an einzelnen Stellen zu ersetzen, weil diese wegen des Streiks natürlich nicht selbst neu aufnehmen konnten, wie das normalerweise üblich
schwierig ist. Amazon streitet das und auch alle anderen Vorwürfe der Klage ab. Sie haben sich ja auch neulich schon mit dem Regisseur verschissen. Er sauer darüber ist, dass der Film im Stream und nicht im Kino landet. Vermutlich nur der erste vieler solcher AI-Rechtsstreits. Wenn euch das Thema interessiert, wir haben uns gerade im neuen Flips-Podcast ausführlich mit dem Regisseur Sean Boo. Ihr kennt ihn vermutlich von der Netflix-Serie Life's a Glitch, dem Kurzfilm Darth Maul Apprentice und den Songs aus der Bohne-Videos mit Julian Bam. Ja, genau, dem darüber unterhalten, welche Chancen und Risiken AI für die Zukunft der Filmindustrie und der Kreativen birgt. Der Podcast ist exklusiv für alle, die Flips supporten. Jeder kann allerdings mal 15 Minuten reinhören. Allerdings ohne unsere Patreons ginge hier nichts. Und neben dem Podcast gibt's ja auch noch euren Namen in der Sendung, Shirts und Max in den höheren Supporterstufen. Wir brauchen noch rund 130 neue Patreons, damit wir 2024 finanziert bekommen. Also, wenn du Flips magst, dann lass uns doch gerne auch ein Abo bei Patreon da oder ein Trinkgeld per PayPal. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Support your local YouTuber. Serien. Netflix Avatar The Last Airbender-Serie mag die Fans spalten und liegt bei den Kritikern jetzt ganz knapp unter Fresh auf Rotten Tomatoes. Doch für den Erfolg zählen ja nicht nur die Bewertungen, sondern ob die Serien auch geschaut werden. Und da sieht es für alle, die die Show mögen, ziemlich gut aus. 21,1 Millionen Views hat die Serie am ersten Wochenende eingefahren und war in 92 Ländern in der Top 10 der Serien vertreten. Dennoch hat Netflix noch kein grünes Licht gegeben für eine zweite Staffel. Auch wenn die Macher sich schon überlegen, was sie aus den Erfahrungen von Season 1 lernen und wie sie die Kämpfe noch dynamischer machen und den Stars mehr Kontrolle über die Bending-Kräfte geben. Die Ideen sind da, die Frage ist, wie schnell Netflix sich auf eine zweite Staffel festlegt. Bei One Piece haben sie ja schon nach 2 Wochen nach der Premiere das Go gegeben, da war das Feedback und die Kritik aber generell etwas positiver. Da die Darsteller aber auch alle nicht jünger werden, wäre es ja gut, möglichst bald weiterzumachen. Wir hoffen mal, dass es bis Mitte des Monats eine Ansage gibt, denn auch wenn Staffel 1 ihre Schwächen hatte, war doch genug Potenzial da, sich zu verbessern. Und es machte schon durchaus Spaß, die animierte und die Live-Action-Show miteinander zu vergleichen. Was meint ihr? Wollt ihr eine Staffel 2? Sagt es uns. Manchmal macht es wirklich keinen Spaß, heute Serien zu schauen. Denn während das für Avatar wohl weitergeht, mussten die Fans von The Brothers Son, dem wüstencleveren Mix aus Gangster, Comedy, Drama und Martial Arts, mit der großartigen Michelle Yeoh tapfer sein. Netflix hat die Show, die erst im Januar released wurde, jetzt gecancelt. Und auch Fans von Alex Rider, dem Jungspion, der neben der Schule tödliche Missionen rund um die Welt lösen muss, werden sich auf den Abschied vorbereiten müssen. Am 5. April kommt auf Freevee, also dem werbefinanzierten Streaming-Unterprogramm von Amazon, die letzte Staffel. Die Serie, die auf den Büchern von Alex Horowitz basierte, kassierte gute Reviews und Zuschauerwertungen, hatte bei Amazon aber nie einen hohen Stellenwert. Nach 2 Staffeln 2020 und 2021 wurde sich ewig Zeit gelassen mit Staffel 3 und die Serie auf Freevee verschoben. Gestartet war sie als Amazon Original. Die 3. Staffel ist aber immerhin als Finale konzipiert und wird den Fans einen Abschluss geben mit der Adaption der Buchvorlage Scorpio, in der Alex als Auftragskiller undercover geht, um herauszufinden, was mit seinem Vater wirklich passiert ist. Staffel 3 soll nochmals 8 Folgen haben, mit denen wir uns dann von Ryder verabschieden. Habt ihr die Serie geschaut? Sagt es uns. Es gibt News zum umstrittenen Remake der Harry Potter Bücher als Serie. Während J.K. Rowling weiter für negative Schlagzeilen sorgt und ihr Fandom spaltet, wird's bei Warner bzw. Max langsam ernst. Das Writing-Team und die Showrunner werden zusammengestellt, dabei unter anderem Leute wie Francesca Gardiner, die schon Succession und His Dark Materials mit umgesetzt hat. Gerade werden noch Pitches gesammelt, also Ideen, auf welche Art die Serie strukturiert wird. Parallel laufen im Geheimen erste Castings, was nicht so einfach ist. Es wird nämlich frühestens Anfang nächsten Jahres gedreht, also müssen jetzt schon sehr junge Kids gefunden werden für die Rollen von Harry, Ron und Hermine, die erst nächstes Jahr 10 werden. Erwartet wird, dass Staffel 1 der auf 10 Staffeln angelegten Serie 2026 auf Max laufen soll. Und ja, Rowling wird Mitspracherecht haben. Ihre Bronte Film und TV-Produktion produziert die Serie zusammen mit Warner Bros. Television und das Ganze soll pro Staffel mindestens 200 Millionen kosten, also ein ähnliches Budget haben wie die House of the Dragon Serie. Von der alten Besetzung wird es wohl höchstens Cameos geben. Neben den Kids werden wohl auch alle Lehrer neu besetzt. Daniel Radcliffe hat im Vorhinein ja schon gesagt, er wird sich das Ganze lieber gechillt von daheim anschauen. Potenzial für die Serie gibt sicherlich genug. Die Filme mussten ja immer einiges weglassen, aus Zeitgründen und Handlungsstränge raffen, gerade in den späteren Büchern. Aber gleichzeitig ist Potter heute deutlich umstrittener als noch zur Zeit der Filme. Einiges aus den Büchern ist auch gar nicht mal so gut gealtert und wird sicher für viel Diskussion sorgen, ob und was dann geändert wird. Bis 2026 ist aber noch etwas Zeit. Wollt ihr überhaupt eine Potter-Serie oder sind die Filme für euch das einzig Wahre? Lasst es uns wissen. In der Gaming-Branche ging's wieder rund diese Woche und das nicht auf die gute Art. Nintendo hat zum Beispiel eine Klage gegen die Macher des super populären Switch-Emulators Joso eingereicht und behauptet, der Emulator würde Piraterie ungeahnten Ausmaßes befördern. Die Klage scheint dabei so breit gefasst, dass sie sich nicht nur gegen den konkreten Emulator wendet, sondern generell gegen
gegen das Prinzip Emulation, denn er würde normale Computer quasi in Copyright-Verletzungsmaschinen verwandeln. Deswegen müsste der Emulator verboten werden und eigentlich auch alle anderen, was absolut gängiger Rechtsprechung und bisherigen Urteilen widerspricht, die schon mehrfach festgestellt hatten, dass Emulation grundsätzlich erlaubt ist. Aber Nintendo sind ja eh schwierig, um das mal höflich auszudrücken. Wenn sie allerdings an einen konservativen Richter geraten, könnte ein positives Urteil tatsächlich das Aus für alle Emulatoren oder lange, lange Klagewellen einleiten. Und das wäre dann wirklich eine Katastrophe für Gamer. Und das waren leider noch nicht alle eher runterziehenden News diese Woche. Auch Star Wars Fans ärgern sich, denn EA feuerte nicht nur 670 Leute, also 5% der ganzen Belegschaft. Sie haben auch bekannt, dass der von Respawn entwickelte First-Person-Star-Wars-Shooter eingestellt wird. Es war vermutet worden, dass das Game auf Mandalorian basiert hätte, also mit einer mandalorianischen Hauptfigur. Respawn sind ja bekannt für die Jedi Fallen Order und das Survivor-Game. Das First-Person-Game wäre zusätzlich gekommen. Am dritten Teil der Jedi-Reihe wird aber wohl noch weiter gearbeitet. Dennoch bitter, denn die Entlassungen und Einstellungen des Games reihen sich ein in den aktuellen Trend der Branche. Letzte Woche hat ja leider auch Sony Tabula Rasa gemacht. Trotz Gewinn im letzten Jahr wird jetzt massiv umstrukturiert im Gaming-Department. Was hieß? 900 Leute verlieren ihren Job, wie Jim Ryan in einem Brief an alle Angestellten verkündete. Das betrifft auch Studios wie das PlayStation Studio London, das Ryan noch vor kurzem besuchte und da sich ablichten ließ, grinsend mit den Leuten, die er jetzt auf die Straße setzt und das unter anderem für einige VR-Games verantwortlich war. Auch FireSprite, die Horizon Call of the Mountain entwickelten, sind betroffen, was wie ein Hohn klingt, wenn Sony gerade noch verkündete, sie würden daran arbeiten, die PSVR auch am PC nutzbar zu machen, während alle, die sie schon gekauft haben, seit einem Jahr mal auf neue große Titel warten, die jetzt wohl eher nicht mehr kommen werden. Sony streicht aber nicht nur bei VR, auch die Premium-Studios Naughty Dog und Insomniac Games verlieren Mitarbeiter, was auf weitere Einsparungen bei großen Singleplayer-Games hindeutet. Als Gründe werden nicht Verluste angegeben, Sony ist weiterhin profitabel, sie wachsen nur nicht so schnell, wie die Börse und die Prognosen das gerne hätten, was jetzt zu den hastigen Umbauten des Konzerns führt, die mich zweifeln lassen, ob die PlayStation auch weiterhin die Konsole für mich sein wird, mit der ich auf Dauer happy bin. Was haltet ihr von den ganzen Veränderungen und dem Sparkurs? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und jetzt der große Dank wie immer am Ende an alle Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten. Wir brauchen euch, unsere Patroni und die Timelords. Der Link zum Unterstützen und zum Genießen des Extra-Contents, der ist in der Videobeschreibung und rechts findest du noch unseren Anschautipp. Guck da auf jeden Fall nochmal rein. Genießt den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Läuft!